Willkommen zu einem kurzen Erklärvideo hier bei Open Handwerk. Heute möchte ich Ihnen kurz erklären, wie die Auftrags- und Servicenummer entsprechend auch in der App ankommt. Dazu springen wir jetzt einmal in eine Auftragsmappe, die habe ich schon einmal vorbereitet. Unterhalb von Projekt und Standort haben wir die Information zum Auftrag. Auf der linken Seite in der ersten Spalte den Auftraggeber und in der zweiten Spalte haben wir die Auftragsnummer. Das ist eine externe Auftragsnummer, die Sie einpflegen können oder selber nochmal manuell pflegen. Und Sie können des Weiteren auch eine Servicenummer hinterlegen. Ein kleiner Hack von meiner Stelle: Wenn Sie das Ganze auch in der Auftragsübersicht in der App sehen möchten, tragen Sie diese Nummer gerne auch hier unten in die Lage unterhalb der Baustelle ein, dann ist das gleich in der App auch sichtbar. Dazu springen wir jetzt einmal in die App. Ich zeige Ihnen das ganz schnell. Wir sind im Dashboard, ganz normal der App nach dem Login. Wir drücken auf Projekte und haben jetzt bei dem Projekt 1773 hinter dem Wort Berlin, das Wort auf 12345 stehen. Das ist quasi die Auftragsnummer, die externe, die ich gerade am Browser auch hinterlegt habe. Möchte ich natürlich jetzt auch noch die Servicenummer oder die Auftragsnummer konkret sehen, kann ich auch entsprechend auf die Auftragsmappe tippen und habe sie links oben ganz als erstes mit stehen in der Reihenfolge Servicenummer und Auftragsnummer. So kann der Mitarbeiter entsprechend diese Nummern auch sehen und entsprechend weiß, worüber Sie sprechen. Ich hoffe, das hilft. Bei Fragen gerne an den Support wenden.